Wir kommen nun zur dritten. Beantragt von der Fraktion Bündnisgrüne zum Thema Bauernland in Bauernhand, Ackerflächen schützen, Wirtschaftsgrundlage der sächsischen Landwirtschaft sichern, vielfältige Agrarstruktur erhalten. Zunächst hat die Antragstellerin das Wort, die Fraktion Bündnisgrüne, und es beginnt Herr Abgeordneter Tschocke. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Auf der Website vom Landesbauernverband tickt eine Uhr. Die sogenannte Flächenverzehrsuhr zeigt den Verlust von wertvollen Böden in Sachsen seit 1991. Also im Sekundentakt steigen da quasi die Verluste und demnach werden aktuell der landwirtschaftlichen Produktion 43.000 Quadratmeter Nutzfläche pro Tag entzogen. Wir sehen, der Schutz von Ackerflächen ist dringend. Noch nie war der Druck auf die Flächen so hoch wie aktuell. Geplante Industriegroßansiedlungen, Ausbau erneuerbarer Energien, Infrastrukturvorhaben und auch neue Bergbauvorhaben. Die Flächenkonkurrenzen nehmen zu, zu Lasten der Natur, zu Lasten der Landwirtschaft und der wertvollen Böden. So drohen beispielsweise durch das Industrievorsorgegebiet Wiedemar 485 Hektar der wertvollsten Böden in Nordsachsen mit teilweise 90 Bodenpunkten verloren zu gehen. Und dies führt unwiederbringlich zum Verlust der Möglichkeit, auch für künftige Generationen dort hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Also für die ansässigen Landwirtschaftsbetriebe bedeutet Flächenentzug immer auch Entzug ihrer Wirtschaftsgrundlage. Und die gesamte Entwicklung spiegelt sich eben auch in den Preisen für Agrarflächen wider. Diese haben sich in Sachsen seit 2009 mehr als vervierfacht. Allein im Jahr 2023 belief sich der Anstieg auf 11%. Und neben der Umnutzung für Gewerbe und Industrie drängen eben auch immer mehr Finanzinvestoren, Lebensmittelkonzerne und große Versicherungen auf den Bodenmarkt, weil ein knapper werdendes Gut verstärkt aufzukaufen, erscheint als lukrative Strategie. Und das sehen wir ja auch weltweit beim knapper werdenden Trinkwasser. Der Bauernverband warnt uns seit Jahren vor dieser Entwicklung, die sich überall zuspitzt. Und auch in Sachsen sind viele Landwirtinnen und Landwirte in großer Sorge, am Bodenmarkt eben nicht mehr mithalten zu können und wichtige Flächen für die betriebliche Entwicklung zu verlieren. In einigen Regionen können die Landwirtschaftsbetriebe die gestiegenen Boden- und Pachtpreise schon heute kaum noch erwirtschaften. Und die alte Forderung des Landesbauernverbandes, Bauernland in Bauernhand, ist ein hochaktueller Auftrag auch an uns. Und der Verband fordert von uns, ich zitiere, den Rahmen für eine nachhaltige und generationsübergreifende Landwirtschaft zu schaffen, Flächenverbrauch und Zweckentfremdung so weit wie möglich zu begrenzen, den aktiv wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirten einen bodenpolitischen Vorrang zu den Flächen zu sichern und wettbewerbsschädigende Eigentumskonzentrationen zu vermeiden, um dem bäuerlichen Eigentum eine starke Stellung zu verschaffen. Und aufgrund dieser drängenden Aufforderung haben die sächsischen Koalitionspartner bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, die Wirtschaftsgrundlage unserer sächsischen Landwirtschaftsbetriebe zu sichern und eine vielfältige Agrarstruktur zu erhalten. Und in Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Verbänden wurde jetzt ein Gesetzentwurf erarbeitet. Das hat mehrere Jahre gedauert, weil eben viele unterschiedliche Interessen und Einwände in Ausgleich gebracht werden mussten. Und nach vielen Verhandlungsrunden hat das Kabinett im Herbst einen ausgewogenen Entwurf beschlossen. Ich habe mir die schwierige Diskussion zu diesem Thema in den benachbarten Bundesländern auch angeschaut. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für die zielführende Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts im Kabinett Kretschmer und auch in der Koalition bedanken. Hier ganz besonders bei den Kollegen Andreas Heinz und Volkmar Winkler, die sich engagiert eingebracht haben. Also ich möchte sagen, das in Sachsen erreichte Ergebnis sucht deutschlandweit wirklich seinesgleichen. Es ist ein hart erarbeiteter Kompromiss mit moderaten Eingriffen in den Bodenmarkt. Ja, und trotzdem kommt am Ende dieses langen Prozesses der Widerstand gegen den gesetzlichen Schutz von Flächen und Betrieben aus der Landwirtschaft selbst. Denn die von vielen geforderte Bodenpreisbremse hat eben auch zur Folge, dass die eigenen Flächen eben nicht mehr höchstpreisig verkauft werden können. Und so bleiben ja die geplanten gesetzlichen Regelungen eben umstritten. Also im Kern geht es
bei der von uns heute beantragten Debatte um das Verhältnis zwischen Gemeinwohl und Eigenwohl und auf welche Seite wir bereit sind, das größere Gewicht zu legen. Also es geht darum, ob wir bereit sind, den Rahmen zu sichern für eine ökologisch, ökonomisch und auch sozial faire Agrarstruktur und Landwirtschaft in Sachsen. Vielen Dank. Von der CDU-Fraktion, bitte Herr von Breitenbuch. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Zeit in Sachsen, Bild eines großen, fruchtbaren Gartens, alles blüht, manches ist leider erfroren, Dank an alle Landwirtinnen und Landwirte, die dieses täglich bearbeiten und möglich machen. Und wie viele Jahrhunderte vor uns eben auch diese Fruchtbarkeit erhalten und damit auch zu unserer Ernährung, zu unseren gesunden und wohlschmeckenden Produkten eben hier beitragen. Und seien Sie sicher, liebe Landwirte, wir haben auch diese Sorgen im Blick, die jetzt gerade eben durch die Witterungsumbilden da sind. Diese sächsische Agrarstruktur und dieser große Garten ist nicht vom Himmel gefallen. Unsere Agrargeschichte ist alt, darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber vor allem politische Entscheidungen in den 90er Jahren waren etwas Besonderes. Nirgends wie in Sachsen wurde nach 1990 um die neue Agrarstruktur gestritten. Namen wie Ignaz Kiechle, Dr. Jenichen, Herr Rentsch, Herr Berger, Herr Tanneberger bleiben in der Agrargeschichte Sachsens erhalten, weil hier gestritten wurde, was wird denn aus den alten Betrieben, was wird aus neuen Betrieben. Und nirgends so wurde so heftig an dieser Agrarstruktur gefeilt. Und wir haben heute, und das sieht man anders als in allen anderen östlichen Bundesländern, eine große Vielfalt. Es gibt große und kleine Betriebe. Es gibt eine Stabilität durch Leistung und eben auch durch Eigentum. Und wir haben einen Durchschnitt der Betriebe, der größer ist als das Doppelte in, also unsere Betriebe sind doppelt so groß wie in Deutschland. Es gibt Bewegung, Dynamik und es gibt, wenn man auf einzelne Punkte eigentlich von einzelnen Punkten absieht, keine marktbeherrschenden Stellungen. So, die schwierige Lage der Landwirtschaft ist bekannt. Die Demos waren in aller Munde im Winter. Die Hochmütigkeit der Ampel, insbesondere der grün geführten Häuser gegenüber dem Berufsstand, ist bis heute unsäglich. Und das ist die Gesamtgemengelage, unter der wir hier diese Agrarstruktur diskutieren. Wir haben Anhörungen durchgeführt, haben geguckt, wie kann es gehen und stellen fest, es gibt vor allem das, was eben das Vertrauen heruntergezogen hat. Es gibt den Ansatz zu sagen, wir können hier das in dieser Legislatur nicht fertigstellen. Wir brauchen hier ein anderes Miteinander. Und so haben sich die Verbände letztendlich positioniert und damit auch gesagt, das soll jetzt nichts werden. Und es geht darum, was sind die Themen hierbei? Und wir haben selbstverständlich einen Strukturwandel in der Landwirtschaft, der durch Technik, durch technische Entwicklung getrieben ist, durch vermehrten Kapitaleinsatz auf der Fläche. Und es gibt eine uralte Grafik, die Technik geht hoch, das Kapital pro Hektar geht hoch und die Menschen werden weniger. Das ist etwas, was abläuft und entsprechend ist die Frage, wer kann da mithalten? Und wir sehen diese Agrarstruktur heute in einer guten Verfassung, dass grundsätzlich die Betriebe, die hier den Großteil der Fläche auch bewirtschaften, in sich dynamisch sind und denen wir das zutrauen. Trotzdem gibt es viele Schwierigkeiten, die hier immer wieder auch politisch hereingebracht werden. Unsicherheiten, Nichtverlässlichkeiten, ich möchte nur die Viehhaltung ansprechen. Wer kann heute sicher in einen Stall investieren und morgen sind nicht die Standards schon wieder ganz anders gesetzt? Also es sind große Sorgen, die hier da sind und entsprechend brauchen wir hier in Richtung Agrarstruktur diese Verlässlichkeit. Darum kämpfen wir politisch, darum ringen wir miteinander auch in der Koalition, auch in starkem Maße, ringen auch mit den Berliner Entscheidungen, mit den Brüsseler Entscheidungen, weil wir brauchen hier in den Landwirtsfamilien, egal in welcher
juristischen Struktur der Betrieb arbeitet. Wir brauchen hier Optimismus, wir brauchen Mut, wir brauchen eine Leistungsbereitschaft, hier auch in die Zukunft zu investieren. Und das ist, glaube ich, der Kern, der hier auch mitschwingt. Was das Grundstücksverkehrsrecht angeht, glaube ich, sind gute Aspekte in dieser Diskussion gefunden. Darauf kann man in Zukunft aufbauen. Wir denken, in der nächsten Legislatur sollten wir dort eher an die Themen rangehen, die eher durcharbeiten und dann gezielt auf Hinweise aus dem Berufsstand eingehen und dann das dazu führen, dass der Berufsstand dann am Ende sagt, das tragen wir mit, das finden wir vernünftig und das ist auch unabhängig davon, ob es große Betriebe sind, ob es kleine Betriebe sind, ob es konventionelle sind oder biologisch wirtschaftende, dass man alle einbezieht und hier einen anderen Kompromiss findet. Herzlichen Dank. Und für die AfD, Herr Abgeordneter Dornau. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Bauernland in Bauernhand. Das erinnert doch stark an die alte kommunistische Enteignungskampagne Junkerland in Bauernhand. Durch diese Enteignungen und den darauffolgenden Zwangskollektivierungen entstanden schließlich erst die großteiligen Betriebsstrukturen, die auch heute noch in Sachsen vorherrschen. Daneben existieren freilich viele Familienbetriebe und kleine Betriebe, die auch sich mit ökologischem Anbau beschäftigen. Worauf der Titel auch anspielt, ist der Verkauf heimischen Ackerbodens an branchenfremde Investoren. Die Diskussion um eine regelrechte Landnahme von außerlandwirtschaftlichen Investoren und um Anteilskäufe existiert schon seit langen Jahren. Und sie erhitzt auch die Gemüter. Für viele Bürger ist der Schutz heimischen Bodens vor branchenfremden Investoren und branchenfremden Investitionen ein wahres Herzensanliegen. Auch wir als AfD-Fraktion haben einen Antrag zur Entspannung des Bodenmarktes gestellt und das bereits 2021, damit, wie im Debattentitel, die Wirtschaftsgrundlage unserer heimischen Bauern gesichert ist. Auch haben wir zum Schutz der Ackerflächen bereits 2022 einen Antrag gegen die massenhafte Industrialisierung unserer Äcker mit PV-Flächen gestellt. Und Herr Tschocke, dass gerade Sie hier wörtlich Ackerflächen schützen wollen, das ist doch an Verlogenheit nicht zu überbieten. Es sind doch gerade Ihre heimatfeindlichen Grüne Partei, die auf dem Land mit massenhaften PV-Anlagen, Verspiegelung und Windkraftanlagen den Lebensraum der Menschen zerstört. Was kam denn von den grünen Landwirtschaftsministern Günther Özdemir die letzten Jahre herüber? Ich sage es Ihnen, Düngediktat in roten Gebieten, völlig fernab des Verursacherprinzips, die Öffnung der Handelsschranken und damit die Flutung heimischer Märkte mit billigem ukrainischem Getreide, das weitere Vorantreiben des Mercosur-Abkommens, das weitgehende tatenlose Zusehen beim Niedergang der deutschen Tierhaltung, ein noch dichterer Bürokratiedschungel bei der Agrarförderung, wo nicht einmal Ihre eigene Behörde mehr durchblickt. Sehen Sie doch auf das Desaster zurück bei der Auszahlung der Fördergelder, der Agrarbeihilfe. Ist noch nicht so lange her. Ja, was glauben Sie denn, warum der Aufstand der Fleißigen von Deutschlands Bauern ausging? Etwa aus Jux und Tollerei? Nein, es geht mittlerweile für viele Bauern um die blanke Existenz, meine Damen und Herren. Um den Niedergang unserer heimischen Landwirtschaft entgegenzuwirken, haben wir viele Anträge gestellt, darunter einen Ausgleich für die roten Gebiete, ein Notfallprogramm für die Schweinehalter und eine umfangreiche Initiative tierwohlgerechter Stallmodernisierungen. Zum Einfuhrstopp für das nicht nach EU-Standards produzierten ukrainischen Getreides, das bereits vor der letzten Getreideernte. Und
Wie hat sich dabei Herr von Breitenbuch denn die CDU positioniert? Ja, wie immer, abgelehnt. Statt vernünftiger Sachpolitik, völlige Unterwerfung vor der grünen Sekte, nur um die eigene Macht zu retten. Das sieht man mal wieder am Beispiel auch dieses Agrarstrukturgesetzes. Dieses Gesetz wurde nun schon mehrfach von der Tagesordnung des Landwirtschaftsausschusses genommen. Die Anhörung dazu war sogar ursprünglich im vergangenen Spätsommer angesetzt. Also mitten in der Ernte lag hier etwa Absicht vor, damit möglichst viele betroffene Landwirte hiervon keine Notiz nehmen. Soll es beim Agrarstrukturgesetz vordergründig zwar um den Schutz heimischer Landwirtschaftsflächen gehen, so verbirgt sich darunter jedoch ein gewaltiges grünes Bürokratiemonster. Das in dieser Runde. Vielen Dank. Und für die Linksfraktion Frau Abgeordnete Mertsching, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, heute sprechen wir in der aktuellen Debatte über das Thema Boden, ein einmaliges Gut, nicht vermehrbar. Das Einzige, was wir eben regeln können, ist seine Nutzung und wem der Boden gehören soll. Deswegen die Debatte auch zur Frage Bauernland in Bauernhand. Sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein? Leider ist das zunehmend nicht der Fall. Die Entwicklung der Kauf- und Pachtpreise macht es deutlich. Seit der Finanzkrise 2008, 2009 haben sich die Bodenpreise verdreifacht, im Gegensatz zu den Immobilienpreisen. Die haben sich leider nur verdoppelt. Deswegen stecken Investoren gerne ihre Finanzkraft in den Boden. Die Kaufpreise in Mittelsachsen zum Beispiel haben sich seit 2010 fast verdreifacht. Damals kostete ein Hektar 4.000 Euro, heute sind es 13.000 Euro. Die Kaufpreise im Durchschnitt in Sachsen haben sich von 2018 auf 2022 um 50% erhöht und die Pachtpreise steigen auch moderat an. Das Thünen-Institut hat zudem 2021 festgestellt, dass es massive Konzentrationsprozesse der ostdeutschen Landwirtschaft in weniger Händen gibt. Wer kauft dieses Land? Auf der einen Seite sind es Westdeutsche, die irgendwie zu viel Geld rumzuliegen haben und statt Steuern zu bezahlen, investieren sie das Geld dann gerne in unseren Boden. Es sind so Investoren wie die Boskor-Gruppe, die am Ende zu Aldi Nord gehören und die heute der größte Flächenbewirtschafter Thüringens mit 6.000 Hektar sind. Oder auch die Rehnsmann-Gruppe, Versicherungen, die Bekleidungsunternehmen, Pharmaindustrie. Und was passiert? Verkaufserlöse aus diesen Verkäufen gehen an wenige, Betriebszweige werden geschlossen und vor allen Dingen zuallererst die Tierhaltung. Deswegen hatte die Koalition auch ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg gebracht, das Kauf- und Pachtpreise dämpfen sollte, dass überhaupt Anteilskäufe, also dass Unternehmen sich in Agrarbetriebe einkaufen, angezeigt werden, denn das ist derzeit nicht der Fall. Und dass Betriebsgrößen und Unternehmensverbünde auf 2.500 Hektar Fläche begrenzt werden sollen, um so diese Share-Deals zu verhindern. Denn man kann nicht Betriebsformen ausschließen, deswegen wollte man es über die Fläche machen. Die durchschnittliche Flächengröße in Sachsen beträgt übrigens 153 Hektar. Die wenigsten Betriebe, es gibt in Sachsen ungefähr 6.000 Betriebe und nur 240 Betriebe sind überhaupt über 100 Hektar groß. Die wenigsten kleinen Betriebe in Sachsen wären also davon betroffen gewesen. Man hat also ein wirksames Instrument gefunden, um der Entwicklung Einhalt zu gebieten. Leider hat sich in dem ganzen Prozess der Bauernverband nicht konstruktiv an dieser Debatte beteiligt und vertritt meines Erachtens damit auch nicht die Interessen der Bauernschaft, denn 85% der Betriebe bewirtschaften nur mal unter 200 Hektar. Und da frage ich mich, wenn der Bauernverband und die Familienbetriebe ja angeblich 90% der Bauern vertreten, wessen Interessen werden dann eigentlich vertreten? Es gab innerhalb des Verbands keinen kontroversen Diskurs oder einen differenzierten Beschäftigungsprozess mit diesem Agrarstrukturgesetz. Wenige Leute, alte Kader, dominieren die Debatte und machen sich eine Komplexität zu eigen, um am Ende politisch zu verhindern, was man nicht will, damit wenige jetzt noch ihr Land loswerden können, egal was dann bleibt. Und die CDU vertritt am Ende das Interesse dieses Bauernverbands. Und das kann ich nicht nachvollziehen, denn es geht doch eigentlich um den Erhalt einer vielfältigen Agrarstruktur, einem Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft, für deren Verfechter Sie sich ja immer halten. Aber Sie sorgen mit Ihrer Ablehnung des Gesetzes dafür, dass der sächsische Boden, unser Tafelsilber, weiter ausverkauft wird an Wessis und an Konzerne. Und das kann ich nicht verstehen. Sie
spielen sich immer auf als die Volkspartei, die irgendwie die Interessen einer Mehrheit vertreten will, aber sie vertreten weder die Interessen der Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, wenn es um das Vergabegesetz geht und Tariflöhne, und sie vertreten die Interessen auch nicht einer Mehrheit in diesem Land, wenn es darum geht, eine vielfältige Agrarstruktur zu erhalten. So, für die SPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Winkler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich danke den Bündnisgrünen, dass wir heute noch mal über dieses wohl sehr wichtige Thema hier im Parlament reden können. Ich habe länger überlegt, ob ich nur zum Thema Agrarstrukturgesetz rede, aber das würde dem Komplex und der Komplexität der Agrarstruktur in Sachsen nicht gerecht. Denn die Herausforderungen sind vielfältig, wir haben ja gehört von den Vorrednern, und nicht allein durch ein Agrarstrukturgesetz zu lösen, auch wenn es ein wichtiger Beitrag wäre. Die sächsische Agrarstruktur ist vielfältig, das kann man dem Agrarbericht entnehmen, das haben wir aber auch schon durch die Vorrednerinnen und Vorredner gehört. Aber diese Vielfalt ist bedroht. Die Landwirtschaft in Sachsen und Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen. Sie ist geprägt durch gestiegene politische und gesellschaftliche Anforderungen, durch ökologische Vorgaben, immer komplexere, bürokratischere Regelungen sowie die Einbindung in einem Weltmarkt, der immer mehr durch den Börsenhandel und spekulative Finanzinstrumente bestimmt wird. Auch die Landwirtschaft unterliegt einem Strukturwandel. Der Grad der Selbstversorgung mit Agrarerzeugnissen sowie die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe nehmen immer weiter ab und die Konzentrationsprozesse nehmen zu. Eine Betriebsnachfolge erscheint zunehmend unattraktiv, weshalb sich vor allem junge Leute nur noch schwer für diese Branche begeistern lassen. Ein wesentlicher Produktionsfaktor für Landwirtinnen und Landwirte ist der Boden, auf dem sie wirtschaften. Der Boden wird zunehmend zum Teuerungsfaktor, denn die Kauf- und Pachtpreise, vor allem für Ackerland, kennen nur eine Entwicklung, und zwar nach oben. Die Preise in Sachsen haben sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, verdreifacht genannt worden. Flächen- und Nutzungskonkurrenzen durch Wirtschaft, Industrie, Verkehr, Bauen und Energie, aber auch das Interesse an Boden, am Boden als Anlage- und Spekulationsobjekt machen Agrarland knapp und treiben die Preise immer weiter in die Höhe. Das alles gilt es zusammen zu lösen, und zwar nicht nur in Sachsen. Das ist vor allem eine Aufgabe auch der EU und des Bundes. Die Positionen meiner Fraktion in der Landwirtschaftspolitik sind klar und unmissverständlich. Ackerflächen müssen vor Spekulation und Profitgier gesichert werden. Die SPD setzt sich für eine klare Regulierung des Bodenmarktes ein. Wir wollen, dass Agrarflächen vorrangig in bäuerlicher Hand bleiben und nicht in den Händen von Investoren und Großkonzernen landen. Die Wirtschaftsgrundlagen der sächsischen Landwirtschaft müssen gestärkt werden. Als wichtige Akteure der sächsischen Gesellschaft verdienen Landwirte faire Preise für ihre Produkte und eine verlässliche Unterstützung. Unsere Bauern sollen fair entlohnt werden und nicht von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt abhängig sein. Wir lehnen eine Monokultur der Großbetriebe ab. Wir setzen uns für eine vielfältige Agrarstruktur ein, die nachhaltige soziale und ökonomische Aspekte vereint. Die Förderung des nachhaltigen Landbaus, die Unterstützung kleinerer Betriebe und die Diversifizierung der Produktion sind für uns zentrale Anliegen. Meine Damen und Herren, wir stehen an einem wichtigen Punkt. Die Ablehnung des Agrarstrukturgesetzes durch die CDU ist für mich, für unsere Fraktion, ein falsches Signal. Es zeigt, dass die Interessen der Bauernschaft insgesamt, und ich betone das Wort nochmal insgesamt, nicht im Mittelpunkt stehen, sondern von politischen Spielchen geprägt und auch vom Misstrauen gegenüber dem zuständigen Ministerium. Das kann nicht zur Lösung führen. Und das sage ich bewusst, da auch innerhalb der Bauernverbände Uneinigkeit herrscht. Einige vertreten die Interessen der Großbetriebe und haben ihre Alterssicherung im Auge. Andere kämpfen für die kleinen Höfe. Als Politikerinnen und Politiker müssen wir diese unterschiedlichen Positionen ernst nehmen und einen Kompromiss finden, der die Zukunft unserer sächsischen Landwirtschaft sichert. Dieser Kompromiss wäre in den letzten Wochen möglich gewesen,
wenn es von allen Seiten die Bereitschaft gegeben hätte. Wir bleiben aber dran und werden den begonnenen Dialogprozess mit der Landwirtschaft fortführen und auch das Agrarstrukturgesetz mit in die nächste Legislatur nehmen und uns dafür einsetzen, aber mit einer Lösung, die dann auf breite Zustimmung stößt. Herzlichen Dank. Und die Bündnisgrünen, bitte, Herr Abgeordneter Czocke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Herr Donau, Bauernland in Bauernhand, das ist zum Beispiel der Titel eines Gutachtens vom Thün-Institut im Auftrag des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Also Ihre Kommunismusideen gehen völlig ins Leere. Es fällt mir auch irgendwie schwer, mit Ihnen über einheimische Landwirtschaft zu diskutieren, muss ich mal ehrlich sagen. Also in welchem Regime Sie Ihr Geld verdienen und wem Sie da gegenüber Angaben machen oder nicht, das müssen Sie selber verantworten. Aber für eine Debatte über den Schutz der einheimischen sächsischen Landwirtschaft halte ich Sie ja schlicht für ungeeignet. Landwirtschaftsflächen müssen natürlich zuallererst der Lebensmittelversorgung dienen. Und PV-Anlagen müssen vorrangig auf Gebäuden, auf Parkplätzen, auf versiegelten Flächen, auf brachliegenden Flächen errichtet werden. Das sagen wir ja auch immer. Wenn landwirtschaftliche Flächen für Energieerzeugung genutzt werden, dann sollte das natürlich vorrangig im Rahmen integrierter Lösungen geschehen, die einen Mehrwert zum Beispiel für die Lebensmittelproduktion schaffen oder für die Natur, beispielsweise Agri-PV. Ne, da haben Sie einen Flächenverlust von weniger als 10% und weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung, teilweise sogar mit Produktivitätsgewinn durch verringerte Austrocknung, durch weniger Erosion. Also aktuell werden in Deutschland 14% der deutschen Agrarfläche der Lebensmittel entzogen, weil dort Energiepflanzen angebaut werden. Also mit Solaranlagen könnten diese Flächen teilweise wieder für die Lebensmittelproduktion frei werden, weil derselbe Energieertrag mit nur einem Drittel der Fläche möglich ist. Also der Vorwurf, dass vor allem Solaranlagen die Lebensmittelerzeugung bedrohen, das ist einfach Unsinn. Und ich will das mal auch ausgehend vom Debattentitel, der ja über die Agrarstruktur hinausweist, noch mal dick unterstreichen. Ackerflächen dürfen eben auch nicht ohne weiteres für gewerbliche Zwecke oder andere Baumaßnahmen umgewandelt werden. Also hier liegt auch eine richtig hohe Verantwortung. Ich bin selber Stadtrat auf der kommunalen Ebene, weil dort wird über Flächennutzung und Bebauungsplanung ja entschieden. Also für notwendige neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen müssen wir doch bitte zuerst die Bestandsflächen nutzen und Brachflächen revitalisieren. Also gerade das Thema Sanierung und Wiederbelebung von alten Industrieflächen muss doch da den Vorrang haben für Neuversiegelung. Stichwort Kompensation. Also es kann ja nicht immer nur versiegelt werden, es muss auch mal entsiegelt werden. Es können der Landwirtschaft nicht immer nur Flächen entzogen werden, es muss auch mal Fläche zugeführt werden. Und das ist ja gerade im Umfeld der großen Städte sehr relevant. Da muss die Innenraumentwicklung stärker forciert werden, weil eine Ausdehnung in der Fläche ist eben nicht endlos möglich. Da geht es eben auch um die Förderung von flächensparendem Bauen, da geht es um neue Instrumente zur Begrenzung der Flächennutzung, zum Beispiel auch handelbare Flächenzertifikate. Also an all diesen Stellschrauben müssen wir drehen, wenn wir die Agrarstruktur in Zukunft erhalten wollen. Es kann nicht sein, dass die notwendige wirtschaftliche Entwicklung, das möchte ich ganz deutlich sagen, immer zulasten der Landwirtschaft und der Natur geht, weil damit sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen. Kollege Czocke sprach für die Fraktion Bündnis Grüne und nun spricht für die CDU-Fraktion Kollege von Breitenbuch. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Agrarstrukturgesetz als so grundlegendes Gesetz bedarf des Vertrauens einer Branche, die eben genau darauf fußt. Und wenn das eben nicht da ist, geht es nicht. So, es ist zu spät begonnen worden. Unsere eigenen Hinweise als Fachpolitiker CDU sind seit dem 7. Juli letzten Jahres, will ich dabei sagen, nicht berücksichtigt. Und auch die Verbände fühlten sich in dem, was dann immer wieder vorgelegt wurde, nicht mitgenommen. Und wie gesagt, das ist eine Vertrauenssache und dazu ist das ganze Agrarstruktur zu grundlegend. Was sind andere Gründe, die auch dagegen sprechen, das jetzt zu verabschieden? Ich will noch mal deutlich machen, der Sächsische Landesbauernverband
vertritt große Betriebe und kleine Betriebe. Die Familienbetriebe Land- und Forstwirtschaft vertreten kleine und große Betriebe. Landschaft Verbindung, auch ein neuer Verband, vertritt große und kleine Betriebe. Und auch der Genossenschaftsverband vertritt große Betriebe, aber mit einer Anteilseignung von ganz, ganz vielen Menschen. Ich bin selbst Vorsitzender einer Agrargenossenschaft und weiß, da sind eben ganz viele darunter, die letztendlich Anteilseigner an diesen Betrieben sind. Und insofern ist hier eine breite Spreizung wirklich zu sehen. Und auch diese Betriebe, diese hiesigen Betriebe, kaufen Land. Es ist nicht so, dass nur Wessis und Konzerne das machen. Auch die kaufen Land, wenn es möglich ist, wenn es ihnen möglich ist. Und da hat es natürlich zwei Seiten. Das eine ist, der Boden ist wertvoller geworden. Das ist ja auch gut. Unser Land ist wertvoller geworden in dieser Situation. Es ist Vermögen entstanden. Insofern auch das ist ja zu beachten. Und die Stabilität der Betriebe im Eigenkapital hat damit auch eine Stärkung erfahren, die auch dann gegen Krisenfestigkeit positiv ist. Und insofern sind das ja Dinge, die müssen wir nicht nur ins Negative ziehen. Natürlich sind es Herausforderungen, die natürlich die Betriebe bewältigen müssen. Die Rahmenbedingungen haben sich in letzter Zeit massiv geändert. Wir hatten ganz lange Zinsen, die bei Null waren, teilweise negativ. Und jeder versuchte, gerade der viel Geld hat und Vermögen, Frau Merzschenk hat das angesprochen, auch zu einer Sicherheit zu kommen, sprich auch Boden zu kaufen. Das hat sich geändert. Die Zinsen sind jetzt wieder hoch. Und entsprechend suchen Leute Rendite und finden sie auch auf den Weltmärkten. Das ist ja unser Problem in Deutschland, dass die Leute im Ausland investieren und nicht bei uns, wo eben hier so die politischen Rahmenbedingungen aktuell schwierig sind. So, und entsprechend sind also hier auch, und darauf hat der Genossenschaftsverband ja gerade in der Anhörung sehr eindrucksvoll hingewiesen, es geht eben auch um die Banken. Wenn die Banken erleben, dass hier diese Sicherheiten nicht mehr funktionieren, sind wir nämlich bei allen Betrieben, die in diesem Lande wirtschaften, in Schwierigkeiten und gucken nur auf ganz Einzelfälle, um hier die gesamte Struktur letztendlich zu beurteilen. Das geht schief. Die Grenze von 2.500 Hektar ist weltfremd, ist auch letztendlich willkürlich, weil letztendlich, wo ist denn die richtige Grenze, Frau Merzschenk? So, insofern, so kann man mit Strukturen nicht umgehen. Dazu ist auch alles bei uns zu flexibel. 2.500 Hektar in Hoyerswerda sind auch anders zu beurteilen als in der Lommatscher Pflege. Das passt alles nicht zusammen. Auch gerade das Pachtflächen, die ja auch nicht auf Dauer zur Verfügung stehen. Der Pachtvertrag muss immer erneuert werden und Eigentumsflächen dort in einen Topf geworfen werden. Da müssen wir, glaube ich, noch mal anders drüber nachdenken. Und natürlich hat misstrauisch gemacht auch der Vorzug von Solawis, von solidarischen Landwirtschaftsbetrieben, letztendlich von neuen Kräften, die hier letztendlich in die Agrarstruktur den Eingang finden sollten. Auch das hat natürlich für Diskussionen gesorgt und entsprechend für Skepsis. Die Share Deals, das ist ein Thema. Das geht ja schon bei der Grunderwerbsteuer los, wo letztendlich, wenn der Betrieb übernommen wird, dort diese Steuer ja nicht anfällt. Darüber ist zu reden sein. Auch Stiftungsmodelle, die mit ganz anderen Rahmenbedingungen plötzlich mit einem Vorteil unterwegs sind, weil sie gewisse Dinge dann nicht als Belastung haben, auch die, denke ich, sollte man sich angucken. Juristische Bedenken in der Anhörung gab es auch von Frau Professor Tölle in mehrfacher Hinsicht. Dazu gehörte auch eben die Ministererlaubnis, die hier gesondert vorgeschlagen worden ist, um hier in Einzelfällen tätig zu sein. Dieser Dispens wurde kritisch gesehen. So, wir können hier, ich glaube, viele Erfahrungen aus dieser Legislatur im Miteinander, aber auch in der sachlichen Auseinandersetzung mitnehmen. Ich glaube, das war gut, dass wir diese Debatte insgesamt geführt haben. Und ich glaube, auch die nächste Legislatur wird agrarstrukturell spannend. Herzlichen Dank. Kollege von Breitenbuch sprach in dieser zweiten Runde für die CDU-Fraktion. Nun spricht für die Fraktion der AfD Kollege Dornau. Bitte schön. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Agrarstrukturgesetz ist eine Mogelpackung. Wir sind uns wohl über alle Fraktionsgrenzen hinweg einig, dass der Einstieg von Investoren in den landwirtschaftlichen Bodenmarkt gegen die Interessen unserer Bauern geht. Das zeigen Beispiele
wie die Tochterfirmen der Deutschen Wohnen AG in Brandenburg oder der Aldi-Stiftung in Thüringen. Aber auf keinen Fall sollten wir mit diesem Gesetz eine haushohe Bürokratiekröte schlucken. Denn das Agrarstrukturgesetz hat viele rechtliche Baustellen. Der Grundzweck, Anteilskäufe durch außerlandwirtschaftliche Interessen zu erschweren, wird jedoch durch viele Begriffs- und Eingangsbestimmungen zu Beginn des Gesetzestextes juristisch angreifbar. Zunächst werden bereits in § 1 unklare Rechtsbegriffe für Landwirte wie regionale Verankerung oder gesund verwendet, die völlig ungenau sind. Alleine das lädt zum fröhlichen Klagen ein. Dann werden als private Käufer hier Landwirte definiert, bis hin zu gemeinwohlorientierten Vereinigungen. Diese sogenannten gemeinwohlorientierten Vereinigungen sollen auch durch das Landwirtschaftsministerium selbst bestimmt werden. Da habe ich bei der grünen Hausführung so ernsthaft meine Bedenken. Und dann ein Paradebeispiel grüner Bevormundung, die Obergrenze von 2.500 Hektar je Landwirtschaftsbetrieb. Wie wollen Sie das erklären? Gerade weil in Sachsen diese großen landwirtschaftlichen Betriebe existieren, sind diese 2.500 Hektar oftmals ein dramatischer Einschnitt bei der Flächengrößenbegrenzung. Ebenso unverhältnismäßig ist es die sogenannte Spekulationsgrenze von 20% Preiserhöhung bei den Flächenkäufen. Diese Eingriffe in das Eigentum geißeln auch völlig zu Recht die sächsischen Bauernverbände. Die höflichste Einordnung lieferte noch der Genossenschaftsverband, ich zitiere, der Entwurf des sächsischen Agrarstrukturgesetzes geht an der Realität der Agrarstruktur im Freistaat Sachsen vorbei. Zitat Ende. Die Einschätzungen anderer Verbände gehen weiter, bis hin zu einem Angriff auf die Grundrechte, auf Eigentum und die Berufsfreiheit, meine Damen und Herren. Und anstatt dieses Machwerk grundsätzlich zu überarbeiten, wird stur und steif mit festen grünen Glauben daran festgehalten. Mehr noch, die Verbände müssen noch oberlehrerhafte Faktenchecks der grünen Fraktion über sich ergehen lassen. Herr Minister Günther, Sie haben das Verhältnis mit den Berufsverbänden mittlerweile völlig vergiftet, so dass selbst Einladungen zu Kabinettssitzungen durch die Verbände kategorisch abgelehnt werden. Allein das sind handfeste Gründe, als Agrarminister endlich Ihren Hut zu nehmen. Aber das geht im Agrarstrukturgesetz, noch weiter mit dem Bürokratieirrsinn. Ähnlich der Berliner Mietpreisbremse soll nun eine sogenannte Pachtpreisbremse eingeführt werden. Ämter sollen dann jeden Pachtvertrag kontrollieren und unsere Bauern müssen jeden einzelnen Vertrag vorlegen. Das sorgt nicht nur bei Landwirten für Verdruss. Es bedeutet auch mehr Personalstellen im öffentlichen Dienst. Beispielsweise Chemnitz rechnet allein durch diesen Gesetzesentwurf mit einer ganzen Vollzeitstelle mehr. Dass dieses Bürokratiemonster namens Agrarstrukturgesetz völlig gegen die Zeichen der Zeit geht, ist doch völlig sonnenklar. Ja, vielen Dank. Kollege Dornau sprach für die AfD-Fraktion. Nun spricht Frau Kollegin Mertsching für die Fraktion Die Linke. Bitte schön. Herr Präsident, werte Abgeordnete, also Herr Dornau, gegen die Zeichen der Zeit geht es ja wohl nicht. Wir haben Ihnen ja hier irgendwie mehrfach dargelegt, wie die Boden- und Pachtpreisentwicklung sich darstellt. Und Herr von Breitenbuch, also ich habe ja schon darauf gewartet, dass Sie die Sola, wie es hier erwähnen, und dass jetzt das der große Kritikpunkt ist. Also bei 880.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche, die in Sachsen bewirtschaftet werden, werden 111 Hektar von Solawies bestellt. Das ist jetzt die große Gefahr, oder was? Und was ich nicht verstehen kann seitens der CDU, ist, dass Sie sich einfach nicht konstruktiv an der Debatte zu dem Gesetz einbringen und Lösungen nach vorne orientiert bringen. Denn wir haben ja nicht nur, und damit komme ich mal zu einem zweiten großen Skandal hier in Sachsen, wir haben ja nicht nur das Problem der Pachtpreis- und Bodenpreisentwicklung, sondern vor allen Dingen auch, welche Pachtpreise das zentrale Flächenmanagement aufruft.
Ich habe dazu mal eine kleine Anfrage gestellt, wie sich denn die Pachtpreise entwickeln, die am Ende vom Finanzministerium, ja, weil das ZFM gehört ja zum Finanzministerium, aufgerufen werden. Der durchschnittliche Pachtpreis in Sachsen im Jahr 2022 waren 227 Euro pro Hektar. Das ZFM hat durchschnittlich für 366 Euro verpachtet, also 140 Euro mehr. Und in 5 Landkreisen des Freistaats sind die Pachtpreise über 300 Euro pro Hektar hoch. Im Landkreis Meißen waren sie sogar doppelt so hoch. Also das wären doch mal Themen gewesen, die man hätte beim Thema Agrarstruktur und wie der Freistaat hier eigentlich die eigenen Landwirte abzieht, hätte einbringen können. Oder auch das Thema erneuerbare Energien auf der Fläche. Natürlich ist es ein Problem, der Ausbau der Photovoltaik. Aber finden Sie denn mal eine gemeinsame Lösung, wie man das regeln kann? Auf der einen Seite werden Flächen beantragt, wo Photovoltaik jetzt ausgebaut werden soll, auch Wald umgewandelt werden soll, und Sie finden keine gemeinsame Regelung. Im Gegenteil, der Ministerpräsident beschäftigt sich mit dem Thema Kohleausstieg, weil die G7 jetzt beschlossen haben, 2035 auszusteigen. Dabei hat er völlig vergessen, dass auch das Kohleausstiegsgesetz beschlossen worden ist mit 2038, möglichst aber 2035. Also ich weiß nicht, in welche Zukunft Sie uns hier angesichts der Klimaherausforderung führen wollen, jedenfalls nicht mit irgendwelchen Regelungen, die uns nach vorne bringen. Und das finde ich sehr schade dafür. Und ich wiederhole es nochmal, dass Sie sich für eine Volkspartei halten. Kollege Mertschenk sprach für die Fraktion Die Linke. Gibt es seitens der SPD noch Redebedarf? Das sehe ich nicht. Dann gehen wir in eine dritte Rederunde. Und Kollege Czocke eröffnet diese dritte Rederunde für die Fraktion Bündnis Grüne. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich will noch mal auf ein paar Sachen reagieren. Herr Donner, lass jetzt mal weg. Herr von Breitenbuch, wenn wir gemeinsam bereit sind, die Wirtschaftsgrundlagen unserer Landwirtinnen und Landwirte zu sichern und faire Preise zu sichern, bezahlbare Pachten, den Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen, Förderung von Innovation, Stärkung regionaler Vermarktungsstrukturen, da müssen wir dann aber eben auch gemeinsam handeln, weil ein ungeregelter Markt verunmöglicht das alles, weil ohne einen ordnungspolitischen Rahmen wird die vielfältige Agrarstruktur, die wir hier in Sachsen zum Glück noch haben, sukzessive verloren gehen und damit eben auch bäuerliche Betriebe, Tradition, regionale Spezialitäten. Also es geht doch um viel mehr als nur um den Bodenmarkt. Es geht um die ganzen Fragen der Identifikation auch mit der Region, um Verwurzelung, um das Funktionieren von Strukturen im ländlichen Raum. Also wenn immer mehr Flächen für Industrie und Gewerbe verloren gehen, wenn anonyme Konzerne die Flächen und Betriebe aufkaufen, dann verliert ja der Bauernverband nicht nur Mitglieder, sondern die Gemeinden und Vereine verlieren auch ihre Kooperationspartner für das gemeinsame dörfliche Leben vor Ort. Und am Ende vor Ort gibt es ja noch nicht mal Ansprechpartner der Konzerne. Also in anderen Bundesländern findet doch diese Entwicklung bereits statt, und das wollen wir in Sachsen einfach nicht. Ich habe mich jetzt gefragt, wo die Ursachen für diesen massiven Widerstand gegen einen gesetzlichen Schutz für unsere sächsischen Landwirtschaftsbetriebe liegen. Ja, wenn man keinen Schutz will, sage ich mal, könnten wir es ab sofort auch ignorieren, wenn jetzt bei Bauernprotesten zum Beispiel wie Anfang des Jahres lautstark über explodierende Bodenpreise geklagt wird. Also dann sollten wir wirklich alles dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte überlassen, des Marktes. Also keine Wettbewerbsregeln, keine Standards, kein Schutz der einheimischen Produktion, keine Regulierung, also wachsen oder weichen. Also don't touch a running system, das wurde ja auch so in der Anhörung gesagt. Also laufen lassen, nicht eingreifen, das regelt sich schon von selbst. Also wenn man aber vielleicht doch einen gewissen Schutz und Regulierung wollte, nur eben nicht so wie vom Kabinett Kretschmer vorgelegt, dann müsste man ja einen anderen Vorschlag machen. Dann habe ich in der Landtagsanhörung ja auch gefragt. Die Antwort war, das wissen wir auch nicht. Also so auf jeden Fall nicht. So. Dann wurde noch eine Reihe an Behauptungen zum Gesetzentwurf der Staatsregierung aufgestellt, die allesamt nicht zutreffen oder sich auf frühere Formulierungen bezogen, die auch gar nicht mehr Gegenstand sind. Es ist ja auch heute in der Debatte fortgeführt worden. Also, oder man will es eben nicht, weil der Minister ein Grüner ist.
Also ich kenne ja die starken Anti-Grün-Reflexe in der Bauernschaft. Und am Beginn dieser Legislatur, Herr von Breitenbuch, waren wir ja zusammen auf der Veranstaltung vom LSV auf dem Liebschützberg. Und obwohl der Minister Günther dort sein Amt gerade erst übernommen hatte, wurde er dort schon mal als der Totengräber der sächsischen Landwirtschaft begrüßt. So. Aber jenseits von der ganzen Wut auf die Grünen bleibt es doch sinnvoll, ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieben den Zugang zu Agrarflächen zu erleichtern. Jenseits von der ganzen Wut auf die Grünen ist es doch wichtig, die in Sachsen zum Glück noch vorhandene breite Eigentumsstreuung zu schützen. Es ist doch entscheidend, dass die Betriebe die Kauf- und Pachtpreise aus der eigenen Landwirtschaft heraus erwirtschaften können, weil nur so eine funktionierende regionale Landwirtschaft mit sicheren Einkommensperspektiven, mit diesen ganzen Rahmenbedingungen die entscheidende Voraussetzung ist, dass die ländlichen Räume auch stabil bleiben. Also auch hinsichtlich Lebensstandard, Arbeitschancen, Versorgung. Und um all das kämpfen wir und auch Wolfram Günther, und da möchte ich ganz deutlich sagen, dieser Minister ist kein Totengräber, sondern eher Schutzpatron der sächsischen Landwirtschaft. Und die Debatte, Herr Donald, die vergiften Sie. Kollege Czocke sprach in dieser dritten Rederunde für die Fraktion Bündnis Grüne. Gibt es seitens der Fraktion noch weiteren Redebedarf? Das sehe ich. Kollege Heinz von der CDU-Fraktion schreitet bereits zum Rednerpult. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, lieber Herr Czocke, unter Schutzpatron verstehe ich schon auch ein bisschen was anderes, möchte mich aber dem Begriff Totengräber auch nicht anschließen, das wäre in der Tat überzogen. Vielleicht noch mal kurz auf die Entstehungsgeschichte eingegangen. Im Koalitionsvertrag können wir lesen, Ende 2021 beschließen wir ein Agrarstrukturgesetz. Uns haben die ersten Vorstellungen des Hauses im Mai 2022 erreicht. Darauf wurden von uns auch Hinweise gegeben, was denn wir so nicht haben wollen. Und dann irgendwann im Jahre 2023 hat sich das dann alles weiter verdichtet, sodass der ganze zeitliche Druck, um nachzubessern, nicht auf unserer Seite lag. Und am Ende ist es ja schon ein Spagat zwischen freien Verfügung des Eigentums und Besonderheiten des landwirtschaftlichen Bodens. Ich möchte an dieser Stelle nochmal das Wort Wirtschaftsgrundlage aus dem Debattentitel ein bisschen aufgreifen. Am Ende muss es ja auch so sein, dass nur wirtschaftlich stabile Betriebe sich Bodenkauf überhaupt leisten können. Und dazu gehört neben Rahmenbedingungen, die wir in der nächsten Legislatur wieder aufgreifen wollen. Es ist also nicht so, dass das Thema damit beerdigt ist, sondern das wollen wir in der nächsten Legislatur wieder aufgreifen. Und zwar in dem Sinne, wie Volkmar Winkler das gesagt hat, eine Lösung, die von breiten Seiten mitgetragen wird. Und das haben wir halt hier leider nicht vorliegen. Also ich war bei stabilen wirtschaftlichen Betrieben stehen geblieben. Und dazu gehört auch, dass man die Betriebe leben lässt, dass man, wie wir das immer verlangen, 1:1 Umsetzung von EU und Bundesrecht macht und nicht das genaue Gegenteil. Ich möchte hier an dieser Stelle die sogenannte GAP-Umsetzungsverordnung mal ansprechen. Der sächsische Sonderweg, der unsere Landwirtschaftsbetriebe eklatant benachteiligt, weil Sachsen als einziges Bundesland seinen Landwirten verwehrt, bei Inanspruchnahme sächsischer Kulturlandschaftsprogramme auch vom Bund angebotene Förderprogramme Richtung Öko-Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Konkret heißt das für Sachsen 27.700 Hektar sächsische Kulturlandschaftsprogramme wurden durch sächsische Landwirte beantragt, wo dann das entsprechende Bundesprogramm, ÖR5 nennt sich das, mit 320 Euro pro Hektar dotiert, nicht in Anspruch genommen werden kann. Wenn man es ausrechnet, liegt man bei 8,6 Millionen, was unseren Landwirten hier vorenthalten wird. Man kann das noch ein bisschen größer einordnen. Insgesamt standen in 2023 zur Unterstützung der Landwirtschaft in der Bundesrepublik von der EU 4,4 Milliarden zur Verfügung.
325 Millionen davon wurden nicht abgerufen und nur durch eine nachträgliche Prämienerhöhung um 30% blieben dann noch 32 Millionen übrig, wo die Gefahr besteht, dass sie vielleicht nächstes Jahr wieder an die EU zurückgegeben werden können. Das heißt, im Klartext 9 Millionen davon hätten, oder knapp 9 Millionen, hätten sich sächsische Landwirte dazu verdienen können. Von dieser Stelle aus die Aufforderung, diese Benachteiligung zu beenden, Wettbewerbsgleichheit wiederherstellen und weg von kleinteiligen Naturschutzregelungen hin zu für Landwirten praktikable Regelungen. Nächste große Sorge, und da möchte ich eine Bitte einfach äußern, geht um Obst, Gemüse und Weinbau und die vor kurzem aufgetretenen Spätfrostschäden. Bitte an Staatsminister und das Kabinett, die Rechtsgrundlage für die Hilfen in Kraft zu setzen. Das heißt im konkreten Fall, das Kabinett müsste die Richtlinie Hilfen Land- und Forstwirtschaft in Kraft setzen durch Beschließen des Krisenfalles, um dann das entsprechende Prozedere einleiten zu können. Natürlich wissen auch wir, dass im Moment die Schäden noch nicht zu beziffern sind, weil noch keiner weiß, ob nicht doch noch was aufgeht oder wieder sich entwickelt, wie die Preise sich entwickeln werden. Insofern die Bitte, zumindest den Landwirten das Signal zu geben, das entsprechende Krisenszenario ist aufgerufen und wir, wenn es dann soweit ist, kann gehandelt werden. Da jetzt die Redezeit zu Ende geht, möchte ich dann auch zum Schluss kommen und herzlich bitten, mit Boden weiterhin sorgsam umzugehen. Das betrifft zum einen Versiegelung, natürlich auch Entzug für Ausgleichsleistungen und sonstige Stilllegung und in Aussicht stellen, dass das Thema in der nächsten Legislatur weiterverfolgt wird. Dankeschön. Kollege Heinz sprach für die CDU-Fraktion. Gibt es noch Redebedarf? Herr Donner, ja. Noch knapp 4 Minuten hat die AfD-Fraktion, von daher. Bitte schön, Herr Kollege. Kollege Donner. Ja. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, nachdem sich die CDU durch die Unterschrift im Koalitionsvertrag die Macht gekauft hat und damit eigentlich dieses Land der grünen Sekte zum Fraße vorgeworfen hat, bekommt man nun einige Wochen vor der Wahl flatterige Beine und rudert hier und da zurück, was zu diversen Koalitionsknatsch führt. Aber das ist nicht das Thema heute. Was ich hier vernommen habe in der Diskussion, dass oft das Wort Vertrauen angesprochen wurde. Ja, Vertrauen ist wichtig. Und viele haben dieses Vertrauen aber nicht mehr. Die Bauern schon gar nicht. Und die Interessensvertreter der Bauern erst recht nicht. Und ich sage Ihnen auch warum. Wenn ein Agrarstrukturgesetz, also der Eingriff in den Bodenmarkt, in den Pachtmarkt, in den Landmarkt von Rot-Grün kommt, sind die Leute geschreckt. Denn gerade hier in Sachsen, wir haben es erlebt, wir hatten 40 Jahre Kommunismus. Wir wissen, was es bedeutet. Und das will niemand wiederhaben. Ihr Eingriff in den Bodenmarkt ist ein Eingriff in das freie Unternehmertum, in die freie Berufswahl. Und, das sage ich Ihnen jetzt ganz deutlich, es kaschiert bloß die ernsthaften Probleme, die ich Ihnen jetzt nochmal aufzähle, Herr Tschocke. Und wenn da im Landkreis Leipzig 500 Hektar Photovoltaik auf Ackerland gebaut werden, damit der ganze regionale Pachtmarkt durcheinandergewürfelt wird, weil rundherum auch die Pachten massiv durch die Esse gehen und dass Gemischtbetriebe, Familienbetriebe, die sich 30 Jahre lang diese Betriebe aufgebaut haben, Herr Breitenbuch kann das bestätigen, damit zugrunde gehen, weil sie diese Pachten nicht bezahlen können. Und das sind vor allen Dingen auch eben kleinere Betriebe. Das sind Gemischtbetriebe und da zähle ich auch Tierhalter dazu, die Partys noch gibt. Das geht alles auf Ihre Rechnung und zu den 500 Hektar bei uns im Landkreis sind noch mal weit 1000 und viel mehr in Planung und teilweise schon im Bau. Das ist das Dilemma. Und Sie erzählen hier irgendwas von Flächenverbrauch, Flächenverschwendung. Das ist heuchlerisch.
Und genau Sie sind es. Es ist Ihre Kaste, die den Bauern laufend neue Einschränkungen gibt bei synthetischen Düngemitteln. Verbote bei Pflanzenschutzen, Wirkstoffe werden vom Markt genommen, aus rein ideologischen Gründen. Damit können in Deutschland künftig keine Gemüsearten mehr produziert werden. Im Obstbau ist die Situation ähnlich dramatisch. Die Bauern ernten keine vernünftigen Rapserträge mehr, weil es keine Insektizide gibt im Herbst gegen Erdfloh. Das ist nur ein Beispiel, was hier brennt. Die Tierhaltung geht zurück. Wir haben weniger wie 30% Selbstversorgung bei Schweinefleisch. Das geht auf Ihre Rechnung. Lose Phrasen von irgendwelchen Schlachthöfen, irgendwelchen genossenschaftlichen Initiativen. Chemnitzer Raum, Mittelsachsen, Herr Günther, was ist denn? Ihre Amtszeit ist bald abgelaufen. Wo haben Sie denn mal gehandelt? Nichts ist passiert. Die Talfahrt geht weiter bei der Selbstversorgung. Das kreide ich Ihnen an. Und diese Verlogenheit in dieser Debatte mit einem Agrarstrukturgesetz, das ist einfach erbärmlich und billiger Wahlkampfklamauk. Kollege Dornau sprach für die AfD-Fraktion und nun gibt es vermutlich eine Kurzintervention an Mikrofon 5 durch Herrn Kollegen. Selbstverständlich, genügend haben Sie noch. Aber lassen Sie mal ganz kurz die anderen Fraktionen fragen, Herr von Breitenbuch, ob noch Redebedarf besteht. Nach der AfD kommt nochmal die Fraktion Die Linke und die SPD. Und beide hätten sogar noch Redezeit. Erstmal nicht. Dann würde ich tatsächlich jetzt übergeben an Herrn Kollegen von Breitenbuch von der CDU-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ganz kurz. Herr Dornau, ich glaube, Sie haben es bis jetzt nicht verstanden, nachdem wir die drei Runden jetzt schon darüber diskutiert haben. Das Agrarische Strukturgesetz wird nicht kommen. Punkt. So, das kommt jetzt nicht und ist ein Thema für die nächste Legislatur. Und das Thema nochmal Flächenverlust. Wir haben natürlich das Thema, wir werden das dann diskutieren. Mal gucken, was uns dann gut einfällt. Und dann werden wir unsere Kreativität und das, was wir halt da reinbringen in die Diskussion, eben dann auch fruchtbar werden lassen müssen. So, nochmal zum Flächenverlust. Wenn eine Straße gebaut wird, ist ja mehr als das Doppelte dann nötig als Ausgleichsflächen. Das kann man gut finden, belastet aber natürlich auch, wie Herr Czocke ja gesagt hat, dann trotzdem die Landschaft, durch die die Autobahn dann läuft. Auch da müssen wir gucken, was finden wir vielleicht auch an anderen Wegen, um diesen Flächenverbrauch zu stoppen, um letztendlich hier die wertvollen Ackerflächen, die wir ja eben haben, auch zu erhalten. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Herzlichen Dank. Kollege von Breitenbuch sprach für die CDU-Fraktion. Gibt es jetzt noch seitens der Fraktionen Redebedarf? Erstmal nicht. Sehr gut. Dann übergebe ich jetzt an die Staatsregierung, an Herrn Staatsminister Günther. Bitte schön, Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worüber reden wir überhaupt, wenn es um Agrarstrukturen geht? Was wollen wir hier regeln? Das ist, glaube ich, eine Binse, wenn man sich überlegt, was ist das wichtigste Produktionsgut von Landwirtinnen und Landwirten? Das ist der Boden, auf dem sie produzieren. Und das heißt, das ist nicht ein Wirtschaftsgut wie in jedem anderen Wirtschaftsbereich, wo man eine Produktionsstätte, wenn die an der einen Stelle zumacht, mal irgendwo auf einer anderen Stelle aufmachen kann, sondern wir haben das Problem bei diesem Boden, das ist ein nicht vermehrbares Gut. Und wir haben leider die Herausforderung, dass landwirtschaftliche Flächen seit Jahren abnehmen. Und das nehmen sie vor allen Dingen ab, weil sie überbaut werden und eben dauerhaft überbaut werden mit Verkehrsflächen, mit Gewerbeimmobilien, mit Wohnflächen, auch Bergbau. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, wo sie dauerhaft verloren gehen. Und im Übrigen, auch nur um das am Rande zu erwähnen, auch PV-Freiflächen sind eine Herausforderung, aber die sind im Gegensatz zu der anderen Überbauung reversibel. Und es gibt eine starke Lenkung auch bei uns hin, genau weg von den guten Böden zu den Grenzertragsflächen mit ganz vielen Instrumenten. Aber das ist nicht Gegenstand dieser Debatte. Dieses Gut ist nicht vermehrbar. Und wir haben Strukturen hier in der Landwirtschaft, dass im Durchschnitt der Betriebe nur 25% Eigentum sind und der Rest sind Pachtflächen. Das heißt, das Risiko für einen Betrieb, der ja langfristig investieren will, und der Kollege von Breitenbuch hat es so schön gesagt, den Mut zu investieren, den kann man natürlich nur haben, wenn man Sicherheit hat. Und wenn man die nicht hat, weil man nicht weiß, was mit 3/4 im Durchschnitt des selbst bewirtschafteten Bodens eines Betriebes in Zukunft passiert, dann hat man eben diese Sicherheit nicht. Und wir haben das Problem,
dass wir hier Preissteigerungen in letzter Zeit erlebt haben im Freistaat Sachsen. Man könnte jetzt Jahresschichten machen, in den letzten 15 Jahren Vervierfachung der Preise, wenn es 20 Jahre sind, eine Verfünffachung der Preise, also über 500% Wertsteigerung an dem Grundstück. Und ich kann Ihnen versichern, im selben Zeitraum gab es nicht dieselbe Steigerung, was die Einkommen der Landwirtinnen und Landwirte anbelangt, die auf diesen Flächen produzieren. Das heißt, man kann mit Agrarland viel Geld verdienen, aber nicht mit der Bewirtschaftung selbst. Und die Schere geht immer weiter auseinander. Und das führt dazu, dass die Landwirte in dem Wettbewerb, wenn nämlich reine Kapitalinvestoren nur Interesse an dem Land haben oder an einem Einkauf in einem Unternehmen, einfach das Hintertreffen haben. Und es gibt Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums, dass allein seit 2007, seit der Finanzkrise, jährlich rund 30% der Einzelfläche, die veräußert werden, an Nichtlandwirte veräußert werden. Das ist ein schleichender Prozess, der auch einhergeht eben mit entsprechenden Steigerungen, auch Pachtpreissteigerungen. Und das ist das Problem, was wir lösen wollen. Denn unsere hier auch heute in diesem Haus vielfach gelobten, vielfältigen Agrarstrukturen, die wir im Freistaat Sachsen haben, sind eben kein fester Zustand, sondern wir haben eine Entwicklung. Und wir wollen diese Entwicklung nicht dorthin haben, dass unseren Betrieben hier ihr wichtigstes Wirtschaftsgut entzogen wird, dass sie halt immer hinten anstehen, wenn es darum geht, Flächen erwerben zu wollen, Sicherheit zu haben, damit sie investieren wollen. Und das ist der einzige Grund, warum wir ein Agrarstrukturgesetz hier auflegen. Und auch nur, um dieses Märchen noch zu beseitigen, der Handel mit Landwirtschaftsflächen ist seit 1919 nicht mehr frei. Danach gab es auch noch diverse andere Regelungen. Das ist also schon über 100 Jahre. Nur ist dieses alte Recht aus Reichszeiten nicht mehr aktuell, denn damals gab es weder diese Großstrukturen noch die Kapitalgesellschaften in der Landwirtschaft. Und das heißt, die Instrumente auch mit all der Verwaltung, die wir schon dran haben, weil ich immer Bürokratiemonster höre, das ist alles nichts Neues, was geschaffen wird, sondern es geht nur darum, jetzt, weil wir sehen, dass diese Instrumente nicht mehr greifen, die zu aktualisieren, zu modernisieren, nach über 100 Jahren. Logisch, wir sehen ja, was passiert. Diese Instrumente greifen ja eben nicht mehr. Und ich hätte heute sehr gerne, so wie wir es nämlich im Koalitionsvertrag auch miteinander vereinbart haben, lieber heute nicht eine aktuelle Debatte gehabt zu dem Thema, sondern eben das Gesetz miteinander verabschiedet, dass wir hier geholfen hätten, unsere Landwirte und Landwirte vor einem Ausverkauf zu schützen. Tatsächlich auch dieses Landgrabbing, das ist ein weltweites Phänomen, das haben wir ja nicht nur im Freistaat Sachsen, dass wir hier tatsächlich eine Lösung gefunden haben. Und um das auch zu sagen, das, was wir in einem mehrjährigen Prozess, und der Prozess läuft seit 2020 und der läuft vor allen Dingen auch parteiübergreifend, nämlich in einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft mit anderen Bundesländern, also auch quer mit verschiedenen Parteifarben und auch, um darauf hinzuweisen, begonnen noch gemeinsam mit einer Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Wenn ich mal ein Zitat von ihr bringen darf, zu lange haben einige Bundesländer dabei zugesehen, wie Agrarflächen in Deutschland zu Spekulationsobjekten geworden sind. So hat sie 2021 auf einer Agrarministerkonferenz an die Länder adressiert, doch bitte endlich zu handeln, und im Übrigen auch der Deutsche Bauernverband, ne? 2014 schon, wettbewerbsschädliche Eigentumskonzentrationen auf den regionalen Bodenmärkten sind zu vermeiden. Angestrebt wird eine möglichst starke Stellung des bäuerlichen Eigentums und ein Erhalt der Eigentumsstreuung bei Grund und Boden. Genau das ist unser Ziel, überparteilich zu vereinbaren. Und das ist uns ja auch weiten Strecken gelungen. Denn auf diesem Weg, wir haben das Gesetz zweimal im Kabinett gemeinsam beschlossen, unter umfangreichen Beratungen auch der verschiedenen Ressorts. Wir haben es in einem Koalitionsausschuss miteinander festgehalten und nochmal beschlossen. Wir haben Verbände beteiligt, wir haben die kommunale Ebene beteiligt, die vollziehenden Behörden, alle sind ausführlich beteiligt. Es waren am Ende über 50 Runden. Also auch nur diesen Mythos vorzubeugen, es wäre nicht ausreichend diskutiert worden. Und da sind auch sehr, sehr viele Hinweise gekommen. Und auch hier vielleicht mal, wie die Debatte manchmal läuft, nur zwei kleine Hinweise. Wenn es etwa um eine Preisbremse beim Verkauf geht, dieses Thema war Entwertung von Eigentum. Nein, es geht nur darum, dass wenn man Flächen verkauft und
30% über dem Marktwert liegen, dass dort eine Kappung eingeführt wird. Das heißt, der wird nicht im Boden entwertet, sondern man kann doch 30% über dem Marktwert bezahlen. Und übrigens nicht 20, Herr Kollege Dornau, wie Sie angeführt haben. Das zeigt schon, wie tief Sie in dieser Gesetzesberatung drin stecken. Und Herr Kollege von Breitenbuch, auch das Beispiel mit der Ministererlaubnis, das war ein eigener Vorschlag der Agrarverbände, des Genossenschaftsverbandes, den wir aufgegriffen haben. Der ist aber auch schon lange nicht mehr im Gesetz drin, weil wir das nämlich nicht als tunlich angesehen haben. Das kam so aus dem Kartellrecht, sondern das ist ein behördlicher geregelter Prozess, den wir genau, weil die Hinweise gekommen sind, verantworten. Das zeichnet diese Debatte aus, dass regelmäßig über Dinge diskutiert wird, die schon lange her sind, die wir schon lange geregelt haben miteinander. Und das macht die Diskussion wahrlich nicht einfacher. Und ich erinnere auch daran, parteiübergreifend, der Kollege Dr. Onko Eikens, CDU-Landwirtschaftsminister Sachsen-Anhalt, ehemaliger Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerin unter Julia Klöckner, der hat seine Einschätzung mal gegeben, wie die Diskussionen hier laufen. Nach meiner Meinung sind die dagegen, die das Thema nicht verstanden haben oder sie verdienen an den Umständen, die der Reform bedürfen. Und da möchte man deutlich darauf hinweisen, es gibt in dieser Frage nur drei Interessen. Es gibt die Interessen der Landwirtinnen und Landwirte, der Betriebe, die in Zukunft eine Sicherheit haben wollen, die in Zukunft möglichst aus der Bewirtschaftung der Fläche Einkommen generieren wollen, die eine Zukunftsperspektive geben. Und die haben kein Interesse daran, dass sie sich Landwirtschaftsflächen nicht leisten können, dass sie die nicht kaufen können, dass die Pachtpreise durch die Decke gehen, dass ihnen ihre Grundlage entzogen wird. Dann gibt es Interesse derjenigen, die Landeigentümer sind und die mit dem Gedanken spielen, das zu veräußern, zu vererben. Natürlich kann es da nicht teuer genug sein. Und es gibt die interessenten Kapitalinvestoren, die einfach nur Interesse daran haben, irgendwo ihr Geld anzulegen mit einer maximalen Rendite. Und in 20 Jahren über 500%, wo kriegt man das schon? Vielleicht plus noch Pachteinnahmen, das lässt sich leicht nach oben steigern. Die Herausforderung in der Diskussion mit dem Berufsstand und den Verbänden liegt nun darin, dass die Gruppe 2, nämlich Landeigentümer und die Betriebe haben, oft in einer derselben Person liegen. Und das ist die Schwierigkeit. Und deswegen ist es von Anfang an klar gewesen, dass man dort keine klare Aussage bekommen kann. Und da erinnere ich mich jetzt noch mal gerne dran, unseren Koalitionsvertrag haben wir nicht unter den Vorbehalt gestellt, dass wir hier Probleme, die real sind, lösen, immer unter dem Vorbehalt, dass ein bestimmter Verband ein Vetorecht hat und dem zustimmen kann. Wenn Politik so agiert, das könnte man in ganz vielen Bereichen nämlich erweitern, dass es dort Verbände gibt, dann sind wir, glaube ich, nicht mehr handlungsfähig. Das heißt, dieses Problem müssen wir lösen. Wir wissen alle, wie diskursiv das diskutiert wird. Und ich meine, ich erinnere mal gern dran in Land Thüringen, ne, der Bauernpräsident, der an die alte Stiftung verkauft hat und hinterher 14 Millionen reicher war. Das ist halt auch ein Interesse, was man dort mit berücksichtigen will. Aber ich möchte gar nicht die Interessen und das hier bewerten, wie hier die Verbände da waren. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir sehr, sehr intensiv das mit denen diskutiert haben. Und ich möchte auch daran erinnern, dass bestimmte Dinge, wie etwa diese 2005-Hektar-Grenze, die ist notwendig, wenn man überhaupt eine Transparenz in den Markt bekommen will. Und ausdrücklich sind im Gesetz an ganz vielen Stellen Bestandsschutz für unsere Betriebe drin. Auch ob die 10.000 Hektar haben und wenn es agrarstrukturelle Gründe gibt, können die sich auch erweitern. Das ist ein Anliegen. Das einzige Ziel dieses Gesetzes ist, dass die Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, nicht unsere heimischen Betriebe hier ausverkaufen. Und wer heute ein großer Betrieb ist, kann ganz schnell über Flächenverlust auch ein kleiner werden. Deswegen schützt dieses Gesetz, wenn es denn käme, nicht nur die kleinen, sondern gerade auch unsere großen Betriebe, die historisch bedingt, auch das wurde heute schon ausgeführt, natürlich hier vorhanden sind. Und das wollen wir erhalten. Und das Problem ist, ländlicher Raum, wenn die Betriebe, Kollege Czocka hat darauf hingewiesen, aufgekauft werden, die Beispiele haben wir schon von Agrarinvestoren ausverkauft werden, Betriebe, Mitarbeiter freigestellt werden, Flächen nur noch über Dienstleister bewirtschaftet werden, dann ist das auch ein Schaden für den ländlichen Raum, denn dann fehlen vor Ort für die Gemeinden, ob es die Kirche ist, die Vereine, die Bürgermeister sind die Ansprechpartner für Betriebe, mit denen man den ländlichen Raum entwickeln will, Mitgliedschaft im Bauernverband auch. Das heißt, dieses Gesetz nicht anzugehen, schadet dem ländlichen Raum, schadet unseren Agrarstrukturen. Und die CDU muss die Frage beantworten, wie sie diesen Faden aufnehmen will und hier nicht nur zur Vertragstreue, sondern tatsächlich zur Lösung dieses Problems kommen will. Vielen Dank. Für die Staatsregierung sprach Staatsminister Günther. Staatsminister Günther hat etwas mehr als 10 Minuten gesprochen. Das darf er natürlich auch. Aber
Wenn dies der Fall sein sollte, haben die Fraktionen gemäß unserer Geschäftsordnung die Möglichkeit zu beantragen, dass sie noch mal 5 Minuten auf ihre Redezeit für diese Aktuelle Stunde, also sprich für dieses Thema der Aktuellen Stunde, noch mal zusätzlich bekommen. Macht eine Fraktion von unserer Regelung in der Geschäftsordnung Gebrauch? Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Und Redebedarf gibt es seitens der Fraktionen auch nicht mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die dritte aktuelle Debatte ist damit abgeschlossen und damit ist auch dieser Tagesordnungspunkt beendet.